Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video mit Emma und mir. Jetzt runter. Okay. Wir, oh nein, nicht meinen Kaffee trinken. Leute, wer hätte das gedacht? Wir machen einfach schon wieder ein Q&A. Ihr habt es euch gewünscht. Es freut mich voll, weil ich liebe das schon, eure Fragen zu beantworten. Beim letzten Mal habt ihr mir so, ich glaube, 200, 300 Fragen gestellt. Hallo. Und ich konnte die gar nicht alle beantworten, weil sonst wäre das Video ja unendlich lang geworden. Aber ja, heute habt ihr mir wieder richtig viele Fragen gestellt. Und ich liebe das dann voll, die so wie durchzulesen und mir so welche rauszusuchen, die ich dann hier beantworte und so. Also ja, let's go. Lasst uns doch direkt anfangen. Lasst uns beginnen mit der ersten Frage. Musstest du bei der Polizei schon mal schießen? Also ich habe bei der Polizei schon sehr, sehr oft geschossen, aber halt nur im Training. Ich musste Gott sei Dank noch nie von der Schusswaffe im Dienst Gebrauch machen. Und es ist tatsächlich auch nichts, worauf man sich als Polizist freut oder was irgendwie cool wäre oder worauf man hinarbeitet oder was man unbedingt mal machen möchte, sondern im Gegenteil. Eigentlich hofft man jeden Tag, dass man die Waffe nicht braucht und dass man niemals jemanden erschießen muss. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh darüber, dass ich auch noch nie schießen musste und noch nie von der Waffe Gebrauch machen musste. Ich musste sie halt schon mal rausholen und auf Menschen sogar zielen. Aber ich musste zum Glück noch nie schießen, weil wir es dann doch noch irgendwie abwenden konnten. Und ja, deswegen bin ich da sehr froh drüber. Und nein, ich musste noch nie im Dienst schießen. Alina fragt, wie bist du zu deinem Studium gekommen und wie kann man rausfinden, was für einen in Frage kommt, beziehungsweise was man studieren soll? Also, ich habe ganz viel ausprobiert. Ich habe wirklich in meinen, ich sag mal, jungen Jahren super viele Jobs ausprobiert. Ich habe super viel gemacht und ich finde, man kann in seinem Kopf sich ganz viel überlegen, was man machen möchte und was man denkt, was das Richtige für einen ist. Solange man es nicht ausprobiert hat, wird man es nicht wirklich sagen können. Ich dachte auch mal, ich möchte Psychologin werden und Psychologie studieren, bis ich dann tatsächlich in den Vorlesungen saß und gemerkt habe, das ist gar nichts für mich. Deswegen kann ich dir wirklich nur empfehlen, Alina, immer ausprobieren. Wirklich, geh raus, bewirb dich auf ein Praktikum, sprich mit Leuten, die diesen Beruf machen, frag Fragen, guck dir zur Not Dokumentationen an, aber versuch wirklich rauszufinden, wie es tatsächlich in der Realität dann ist und nicht nur diese Vorstellung im Kopf davon zu haben. Genau, und da probier dich aus und probier auch Sachen aus, die du vielleicht, also auf die du vielleicht selber so gar nicht kommen würdest. Sei offen für Neues. Zum Beispiel, ich war letztens, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, für so eine Fernsehsendung bei der Müllabfuhr. Und ich dachte immer, das ist was, was gar nichts für mich wäre, aber ich fand den Job wirklich cool. Aber das hätte ich niemals rausgefunden, wenn ich nicht einmal da gewesen wäre und es gemacht hätte. Also wirklich, geht in alle Richtungen, probiert euch überall mal aus, macht auch mal Sachen, die ihr sonst niemals machen würdet. Und ja, selbst wenn ihr da nicht genau das findet, was ihr machen wollt, vielleicht findet ihr was Verwandtes oder was Ähnliches, was dann das ist, was euch erfüllt. Also ja, ganz, ganz viel ausprobieren und offen für Neues sein. Die nächste Frage ist, Beziehung mit jemandem, der nicht bei der Polizei arbeitet. Also, gute Frage. Ich war tatsächlich auch mit einem Polizisten zusammen, als ich noch bei der Polizei war. Und ich kann es absolut verstehen, warum man das macht. Also es ist einfach so, dass man gerade bei der Polizei passieren halt so spezifische Dinge, über die man mit niemandem reden kann, der nicht bei der Polizei ist, weil das einfach so schwer ist für die Person. Also man kann natürlich mit den Leuten darüber reden, aber es ist halt super schwer für Außenstehende, das nachzuvollziehen, warum man das und das gemacht hat, wieso das so und so abläuft und auch dieses, also teilweise passieren halt Sachen, die für Menschen so abgefahren sind, dass man sich da halt ganz schwer reinversetzen kann und das können halt eigentlich nur andere Kollegen. Das heißt, wenn man jetzt eine Person ist, die viel darüber redet, was im Dienst passiert, und das war ich, weil ich darüber ganz viel verarbeitet habe immer, ist es halt schon cool, jemanden zu haben, der das nachvollziehen kann. Und wenn man im Schichtdienst ist, ist es halt auch schwer, mit jemandem zusammen zu sein, der nicht im Schichtdienst ist, weil dann sieht man sich so gut wie gar nicht. Und ja, vor dem Hintergrund war es dann auch gut, jemanden zu haben, der auch bei der Polizei ist. Und mein Ex-Freund und ich waren tatsächlich in der gleichen Schicht. Also wir hatten den gleichen Schichtplan. Also wenn ich gearbeitet habe, hat er auch gearbeitet, aber halt an einem anderen Revier. Und ja, das war ein großer Vorteil für die Beziehung. Deswegen kann ich absolut den Punkt verstehen, dass man halt mit Kollegen zusammenkommt. Aber es gibt auch ganz viele tolle andere Menschen da draußen. Also man muss nicht mit einem Polizisten zusammen sein, nur wenn man bei der Polizei ist. Kommen wir zur nächsten Frage. Wie viele Tattoos hast du eigentlich und wo? Ich weiß es selber nicht. Lass uns mal nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Ich habe 12 Tattoos. 13, 13. Ich habe 13 Tattoos. Voll die coole Zahl. Next one. Habt ihr es gesehen? Ich hoffe, das ist auf der Kamera und dass das nicht zu weit unten war. Die nächste Frage ist von Patrick. Und Patrick fragt, kannst du tanzen? Leute, ich habe noch nie jemanden gesehen, der motorisch so unbegabt ist wie ich. Ich bin wirklich, ich tanze wie ein Pinguin. Ich kann mich absolut nicht bewegen. Ich habe immer den Spaß meines Lebens, aber es sieht einfach scheiße aus. Früher habe ich mich auch immer voll dafür geschämt. So als ich mit 16, 17 so die ersten Mal im Club war, dann stand ich immer nur mit meinem Getränk da und habe so mitgewippt. Aber mittlerweile, Leute, geht ab. Ist scheißegal. Beim Tanzen geht es nicht darum, ob ihr das könnt. Genauso wie beim Singen. So. Ich kann auch nicht gut singen, trotzdem singe ich jedes Lied mit, ich singe laut mit, es ist mir egal, wo ich bin mir egal, wer das hört. Weil es geht nicht darum, ob man das gut kann, sondern es geht darum, dass es euch Spaß bringt und ja, macht Sachen, auch wenn ihr sie nicht könnt. Total egal. Die nächste Frage kommt von Emim. Ich könnte mir fast vorstellen, dass es Emily heißt, der Name, aber ich weiß es nicht. Möchtest du noch einen zweiten Hund, einen Spielpartner für Emma? Nein. Leute, ich muss euch was erzählen. Das habe ich bis jetzt noch nicht auf Instagram und so erzählt, aber hier sind wir so ein kleiner Kreis. Ich verrat's euch jetzt. Also, Emma war ja eigentlich, also ganz eigentlich war ja der Plan, dass wir Emma aus Montenegro retten und hier in Deutschland vermitteln. Weil eigentlich ging es mir nur darum, dass sie halt ein gutes Zuhause findet und auf der Straße in Montenegro wäre sie halt getötet worden. Deswegen habe ich sie mitgenommen und wollte sie hier vermitteln. Dann sind zwei Leute aber abgesprungen von den Familien, an die wir sie vermitteln wollten. Und jetzt ist sie einfach bei mir. Und das ist auch richtig schön und das ist auch richtig gut. Aber ich weiß halt, dass ich auf lange Sicht wahrscheinlich nicht die Zeit haben werde, weil ich ja ständig auf irgendwelchen Veranstaltungen bin und hier bin und da bin und im Ausland bin und so. Und ja, deswegen muss ich mir da irgendwie noch eine Lösung einfallen lassen. Ich gehe der ganzen Sache im Moment noch so ein bisschen aus dem Weg. Aber ich glaube, langfristig muss ich mir da noch, ja, irgendwie muss da noch der Gedankenblitz kommen. Auf jeden Fall habe ich aber mir überlegt, dass ich natürlich nicht nur einen Hund retten möchte aus Montenegro, sondern am liebsten ganz, ganz viele. Und deswegen fahre ich Ende des Monats nach Montenegro mit einer Tierschutzorganisation und wir werden da den Hunden in Montenegro helfen. Also wir fahren in einen Tiershelter und werden da die Hunde aus einem etwas ja, abgewrackten Shelter in ein neues Shelter ummünzen. Wir werden Hunde von der Straße holen, wir werden die chippen, wir werden die kastrieren. All solche Sachen wollen wir da machen und entwurmen. Ja, ich freue mich da auf jeden Fall sehr, 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 sehr doll drauf und nehme natürlich auch euch dann mit und möchte halt einfach so Awareness für das Thema schaffen und vielleicht auch eine Spendenaktion starten. Genau, das sind so die Pläne. Und ich hoffe, Leute, ich hoffe, dass ich mich da aber nicht so schockverliebe wieder in einen Hund, den ich dann unbedingt mit nach Deutschland nehmen möchte, weil das kann auf jeden Fall passieren, weil dann hätte ich hier zwei Hunde, die ich halt also eigenständig vermitteln muss und das ist eigentlich eine Sache, für die ich gerade gar keine Zeit habe, aber ihr wisst, ich liebe es und ich liebe es irgendwie zu helfen und ja, deswegen werden wir mal gucken, was dabei rauskommt. Also es kann sein, dass bald noch ein zweiter Hund hier mit am Start ist, aber eigentlich ist das nicht geplant. Ich gucke die ganze Zeit nach da, weil Emma da sitzt. Ich denke manchmal, sie kann mich verstehen, aber ja, kann sie natürlich nicht. Next one. Oh, das ist voll die schöne Frage. Wenn du wieder zur Polizei zurückkehren solltest, worauf freust du dich am meisten? Oh. Also ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich würde ich mich am meisten auf meinen Streifenpartner freuen. Ja, den vermisse ich wirklich sehr, 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 sehr doll. Das war einfach so mein bester Freund irgendwann. Du musst dir vorstellen, also wenn man halt 9 Stunden am Tag mit einer Person auf dem Auto zusammensitzt und super viele Einsätze erlebt, dann ja, schweißt einen das schon sehr zusammen. Und ja, wir haben uns wirklich so gut, wir haben uns blind verstanden einfach am Ende und ich vermisse ihn sehr. Ansonsten würde ich mich am meisten freuen auf schöne Einsätze. Also so Einsätze, wo vielleicht demente Menschen irgendwie sich verlaufen haben und man findet die und kann die zurück nach Hause bringen, in Sicherheit bringen und kann wirklich irgendwie für die Menschen da sein und was verändern. Das sind eigentlich immer so die schönsten Einsätze gewesen. Und die nächste Frage, wie würdest du reagieren, wenn dich Leute im Dienst erkennen und dich
nicht anquatschen. Das ist tatsächlich schon passiert. Das war das erste Mal, dass mich jemand erkannt hat. Da hatte ich gerade mit Instagram und TikTok angefangen. Da stand ich bei Rewe an der Kasse in der Pause und die Kassiererin meinte zu mir, hä, machst du nicht TikTok? Und ich war so, oh mein Gott, ja. Und sie meinte, ich finde das voll cool, was du da machst. Das motiviert mich immer richtig. Und ich habe mich einfach voll gefreut und fand es mega cool. Also ich habe da absolut kein Problem mit. Ich finde es auch immer sehr schade, weil voll oft schreiben mir Leute, wenn ich irgendwo war, so, ey, ich habe dich da und da gesehen oder ich habe dich in dem und dem Einkaufsladen gesehen und habe mich aber nicht getraut, dich anzusprechen. Leute, bitte, sprecht mich an, ich liebe das und ich freue mich immer voll, wenn ich welche von euch treffe und wenn man sich so austauschen kann, weil ja, für mich seid ihr sonst so weit weg und ich finde es einfach mega schön, wenn man sich dann ja so trifft und ja, man mal richtig quatschen kann. Deswegen habe ich absolut kein Problem mit. Finde ich ziemlich, ziemlich cool. Und ihr könnt mich immer ansprechen. Pauline fragt, wie alt warst du, als du dein Abi gemacht hast und wie hast du das geschafft? Also, ich war tatsächlich 16 Jahre alt, als ich mein Abitur geschrieben habe, weil ich mit 5 Jahren eingeschult wurde und in 12 Jahren die Schule durchlaufen habe. Also es gab mal so, ich weiß nicht, ob es nur ein Jahrgang war oder mehrere, da wurde auf jeden Fall die Schulzeit verkürzt von 13 auf 12 Jahre und ich war halt in dem Jahrgang drinne. Und dann wurde ich halt noch so früh eingeschult und deswegen war ich dann sehr früh fertig. Und es war auf der einen Seite ziemlich cool, weil ich halt mega früh fertig war, aber da hört es dann leider auch auf, weil viel mehr ist tatsächlich dann auch nicht cool daran gewesen. Ich war immer die Jüngste. Alle anderen in meiner Klasse waren immer so 1 bis 2 Jahre älter als ich. Und das war natürlich total blöd, weil als ich 14 war, waren die 16, die durften dann schon in den Club, die durften feiern und das war für mich halt noch mega weit weg. Und ich habe mich auch immer älter gemacht. Ich habe immer gelogen und so erzählt, dass ich älter wäre, als ich eigentlich bin, damit ich halt so akzeptiert werde, damit ich nicht so, ja, man will ja immer älter sein, wenn man ein Kind ist. Und ja, das war für mich auf jeden Fall richtig, richtig schwer, das so zu akzeptieren. Und deswegen denke ich mir manchmal, es wäre, glaube ich, für mich besser gewesen, wenn ich nicht so früh eingeschult worden wäre. Aber ja, war dann so und dann habe ich ja Psychologie studiert und auch da dachte ich dann eigentlich, dass es das halt ist, was ich für immer machen wollen würde. Aber ich war halt 16, 17, als ich die Entscheidung getroffen habe und da kann man einfach noch nicht wissen, was man für den Rest seines Lebens macht. Also ich wusste es auf jeden Fall nicht und deswegen habe ich das ja auch abgebrochen und habe dann letztendlich mit 19 bei der Polizei angefangen. Also eigentlich hätte ich mir das auch schenken können, so früh Abi zu machen. Ich habe vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung gehabt dann, aber ja, hat mir jetzt keinen riesen Vorteil gebracht. Ich würde sogar eher sagen, im sozialen Bereich eher Nachteile. Ich habe aber tatsächlich ein sehr, sehr gutes Abi gemacht. Ich habe mit 1,4 abgeschlossen, was ziemlich, ziemlich cool war, weil es mir echt viele Möglichkeiten eröffnet hat. Ich war ein sehr, sehr krasser Streber. Ich habe die Schule richtig geliebt und habe auch mal so mich auf den Unterricht richtig vorbereitet und ich war wirklich die Definition eines Strebers. Ich habe auch in der Pause einfach mich hingesetzt und ja, Sachen gelesen, die Bücher gelesen und so. Und ich fand das richtig cool, anstatt irgendwie mit meinen Klassenkameraden abzuhängen. Ja, das war halt einfach eher so ein kleiner Opfer-Move von mir. Also hat mich jetzt nicht gerade sympathisch gemacht. Aber ich habe es gefeiert. Mir wurden viele Türen dadurch eröffnet. Deswegen, Leute, macht eure Schule gut. Das ist tatsächlich was, was euch viele Türen öffnet. Genau. Leute, meine Kamera ist gerade einfach ausgegangen, weil sie überhitzt ist. Ich glaube, das ist ein Zeichen, dass ich zu viel gequasselt habe und dass wir das Q&A jetzt langsam beenden müssen. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat und mir hat es auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Ich werde gleich nochmal versuchen, eure ganzen Nachrichten bei Instagram separat zu beantworten, die ich jetzt nicht im Video beantworten konnte. Ich wünschte, ich könnte einfach alle Fragen beantworten, aber ja, das geht halt leider nicht, weil die Kamera überhitzt und dann wird das Video zu lang. Und ja, aber ich freue mich über jede einzelne Nachricht von euch. Ich freue mich über jede einzelne Frage von euch. Ich freue mich über jeden einzelnen Like, jedes einzelne Kommentar. Ihr habt keine Ahnung, wie viel mir das bedeutet, wie cool ich das finde und ja, wie viel Motivation ihr mir damit auch einfach mitgebt. Deswegen ja, an der Stelle auch nochmal ein ganz, 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 ganz großes Dankeschön von euch. Und ich hoffe, ihr habt einen ganz tollen Sonntag. Und ich hoffe, dass wir uns nächste Woche wieder hier sehen. Und bis dann. Ciao.